Ja, MC Hitchin, yeah. Der Beweggrund zu cheaten, eines jeden Gamers Frage. Aber wie sie reingerieten, kommt selten zutage. Wenn du Cheats benutzt, das ist jedem klar. Bist du nichts weiter als Schmutz, ein defektes Exemplar. Du verdienst mehr als ein Bann, du gehörst wirklich bestraft. Konsequenzen für Cheater sind mir aktuell zu sanft. Beim normalen Sport ist Schummeln auch nicht legal. Wieso ist Cheaten in Games dann plötzlich egal? Und genau da liegt das erste Problem. Online bist du anonym, niemand kann dich sehen. Wenn du schummelst in echt vor deinem Rivalen, landest du schnell auf dem Boden und winselst vor Qualen. Auch so ganz ohne Folgen, wo bleibt da die Angst? Dass du durch den mangelnden Respekt ein paar Watschen fangst. Um das Problem zu lösen, brauchen wir mehr Transparenz. Wie sonst soll es kommen zu irgendeiner Konsequenz? Wer online spielt, der muss seine Identität preisgeben. Und wenn er dann cheatet, hintergibt, dann Böden fegen. Auch das Hüpfen und Drohen von vielen hat so keinen Platz mehr in Spielen. Aber sind wir uns ehrlich, das Internet wird auch wenn wir es uns wünschen, niemals perfekt. Also suchen wir lieber nach dem ursprünglichen Grund, warum ein Cheater überhaupt mit dem Cheaten beginnt. Einer von zwei Gründen führt dich auf den falschen Pfad. Nummer eins, du bist schlecht. Nummer zwei, ein Soziopath. Wer schlecht ist und nichts trifft, der greift leider in der Not oftmals nicht zum Üben, sondern direkt zum Aimbot. Fucking Cheater. Lächerlich. I'm